habe das Problem gelöst, hoffentlich. Also nochmal von vorne, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich darf jetzt schon zum mehrfachen Mal dieses Webinar sprechen. Wie gesagt, ich bin heute wirklich äußerst aufgeregt. In dieser Phase, in der wir uns bewegen, ich habe kaum mehr eine Stimme. Ich bin den ganzen Tag nur am Sprechen und den Leuten zu helfen, hier bei dieser fantastischen Möglichkeit mit dabei zu sein. Skyway, ein Märchen oder schon bald unsere Zukunft. Und ich denke, es ist bald unsere Zukunft. Viel schneller, als wir denken. Vielleicht nicht unbedingt gleich in Deutschland. Ich komme ja aus Deutschland, zwar aus dem nördlichen Teil von Bayern, aus der Oberpfalz, wie man unschwer erkennen kann an meiner Sprache, denke ich mal. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass irgendwo der Anfang gemacht wird und das kommt schon sehr bald. Was ist Skyway? Dieses Webinar besteht aus vier Teilen. Der erste Teil, hier geht es um die Transporttechnologie an sich. Im zweiten Teil geht es darum, warum ist es interessant, Skyway Investor zu werden? Für uns natürlich besonders interessant. Dann komme ich zu den letzten Neuigkeiten und zum Schluss dann zur Fragerunde. Hier dürfen Sie dann Ihre noch offenen Fragen stellen, die ich dann hoffentlich beantworten kann. Nun zur Transporttechnologie. Die Technologie wurde vom Erfinder Anatoly Junitsky seit 1977 entwickelt und natürlich auch patentiert. Das heißt, er arbeitet mittlerweile seit, man kann sagen, 40 Jahren an dieser außergewöhnlichen Transportmöglichkeit, zu der wir heute einiges hören werden. Sie zeichnet sich aus besonders durch die Vielfalt des Designs und des Technologie-Know-hows, die wirklich einzigartig ist und natürlich durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Wir sehen hier Junitsky im Bild. Junitsky ist für mich eine ganz besondere Persönlichkeit, der auch ja ein Mann von Format ist, aber natürlich zudem noch ein sehr, sehr kluger. Nämlich er ist der Autor von 140 Erfindungen, wovon 30 seiner Erfindungen bereits in der ehemaligen UdSSR durch, ja, mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 30 Millionen Rubel umgesetzt wurden. Er ist außerdem der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Also nicht irgendein kleines Licht, sondern er ist schon wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Wer nicht weiß, was eine Monographie ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich nur mit einem Gegenstand befasst. Zudem ist Junitsky Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das seit 1986 und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften, das seit 2000. Und was für uns natürlich besonders interessant ist, er ist der Erfinder dieser außergewöhnlichen Skyway-String-Transporttechnologie. Wir sehen ja hier im Hintergrund, auch bei mir, ein schönes Bild, das mir eine liebe Kollegin gegeben hat. Ich habe mir gleich gedacht, ich werde das hier mit einbauen. Was ist Skyway? Warum ist es so interessant für uns? Wir sehen es hier schon deutlich im Bild in der Mitte. Skyway ist ein modernes, ein ökologisch und ein angepasstes und vor allem auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Wir kennen die zweite Ebene schon von der Seilbahn zum Beispiel, aber das ist natürlich hier keinerlei Analogie, denn hier sprechen wir von einer Stringstruktur, das heißt von einem Schienensystem, das sich eben oben in der Luft bewegt, nämlich in der Regel in der Höhe von 15 bis 30 Metern. Und wir werden hier gleich noch etwas mehr darüber erfahren. Wir sehen hier in der Mitte auch schon diese Türme. Hier gibt es dann die Zusteigemöglichkeiten und die Erde, die wird wieder den Menschen gehören, nicht den Transportmöglichkeiten. Und diese Stringstruktur bietet zudem noch weitere hochinteressante multiple Nutzungsmöglichkeiten, nämlich man kann hier Strom, Internet und auch weitere für die Infrastruktur des Landes benötigte Leitungen mit einbauen.
Warum brauchen wir diese Technologie? Viele werden sich fragen, ja Gott, es gibt schon so viele Transportmöglichkeiten. Wir haben die Autos, die LKWs, wir haben die Bahnhöfe, die Züge, die Straßenbahnen, Flugzeug, Schiffe, was weiß ich alles. Ja, haben wir. Aber diese Technologie ist etwas Besonderes. Sie hat viele Aspekte, die einfach für sie sprechen und warum wir sie wirklich brauchen. Das eine ist der ökologische Aspekt. Warum? Wir sehen hier schon im Bild, diese ganzen Fahrzeuge haben eine hohe Ausstoßung von Schadstoffen. Das könnte man hier maßgeblich mit dieser Bahn reduzieren. Einfach dadurch, dass sie erstens mal sehr wenig Energie benötigt, werden wir noch Beispiele dazu hören. Und zweitens mal, weil sie einfach eine hohe Verkehrsleistung aufbringt. Dann kommt dazu, wir haben hier auch diesen ökologischen Aspekt, dass wir wenig Erdoberfläche brauchen. Das heißt, nur ein geringer Verbau. Wir sehen hier diese Pfeiler, auf der die Bahn angebracht ist. Diese Pfeiler brauchen relativ wenig Platz im Verhältnis zum Beispiel zu einer Schiene oder zu einer Straße. Dazu kommt noch, dass diese Bahn sehr, sehr geringe Baukosten hat und damit natürlich auch einen geringen Verbrauch an Baumaterial, was bei allen anderen Verkehrsmöglichkeiten wesentlich höher ist. Wir haben eine hohe Sicherheit. Warum? Sie bewegt sich, wie wir schon gehört haben, auf der zweiten Ebene. Man sieht es ja auch ganz deutlich im Bild. Die Bahn ist hier ja oben, unten fahren die Autos. Dadurch schließen wir schon mal die Kollisionsgefahr aus mit Fahrzeugen, mit Fußgängern, mit Straßenbahnen, was immer auch sonst noch an Möglichkeiten da ist. Und sie kann Geschwindigkeiten zurücklegen, die sind enorm, nämlich je nach Bedürfnis zwischen 150 im Stadtverkehr und 500 Stundenkilometer außerorts. Das ist schon Fluggeschwindigkeit. Wir haben eine relativ kurze Amortisationszeit, man spricht hier von 3 bis 5 Jahren. Das liegt einfach daran, weil wir geringere Baukosten haben, viel geringere Kosten für die Fortbewegung im Energiebedarf und so weiter. Man integriert auch hier vorhandene Möglichkeiten, die Elektrizität, die man tatsächlich benötigt, einfach schon auf natürliche Weise hier herstellen zu können und so weiter. Und dann haben wir noch einen ganz maßgeblichen Punkt, nämlich die Topologieunabhängigkeit. Was bedeutet das? Topologieunabhängig heißt, ich kann in jegliches Gelände, ich kann raus ins Meer, ich kann auf den Berg hoch, ich kann auf der Ebene, ich kann in der Stadt diese Bahn bauen. Man kann sie fast überall in irgendeiner Form einpassen. Ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum gerade Rothoop, von dem wir heute noch hören, das Ganze auch ganz schön vorantreibt. Hier haben wir ein paar Fahrzeugmöglichkeiten. Ich beginne diesmal ganz oben links mit dem Schnellfahrzeug der Highspeedbahn, dem Unibus. Man sieht hier schon sehr windschnittig das ganze Fahrzeug. Warum? Es ist wichtig, ich werde auch immer wieder angesprochen, ja, ist das Ganze nicht sehr laut. Ja, durch diese ergonomische Form, durch diese windschnittige Form hat man natürlich relativ wenig Widerstand und dadurch ist es wesentlich leiser als viele andere Möglichkeiten. Diese Schnellbahn kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometer und hat eine Fassungskapazität bis zu 500 Passagieren. Warum bis zu? Es gibt verschiedene Modelle, manche sind kleine, manche sind größer. Aber auch hier die Ähnlichkeit mit dem Flugzeug. Sie legt eine Geschwindigkeit zurück bis zu 500 Stundenkilometern und ihr Haupteinsatzgebiet ist natürlich das Verbinden der großen Metropolen, das heißt der großen Städte, weil sie auch hauptsächlich außerorts fährt. Und die Tageskapazität ist ja auch bei diesem speziellen Modell enorm, nämlich es liegt bei 1 Million Passagiere. Also das Ganze ist ja alles so gesteuert hier, dass ein Fahrzeug nach dem anderen fahren könnte im hohen Bedarf. Man sieht teilweise auch in den Videos, die man auch sehr zahlreich findet, in YouTube zum Beispiel unter Skyway Germany oder auch in den anderen Portalen. Bilder sprechen ja auch manchmal, ohne dass man die Worte lesen kann. Also hier gibt es unglaublich viele Möglichkeiten.
Dann sehen wir rechts im Bild das Transportfahrzeug, schon ganz klar erkennbar, weil es keine Fenster hat. Die Fracht muss ja nicht sehen. Dieses Transportfahrzeug ist auch hochinteressant. Es fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern und ersetzt mit seiner Kapazität 10 LKWs, nämlich 20.000 Tonnen. Das Interessante ist, mit diesen Fahrzeugen kann man viel transportieren, nämlich Spezialfracht, Stückgut, Flüssiggas, man muss sich das mal vorstellen, auch Erdöl wäre möglich, Schüttgut, also es gibt eigentlich hier fast keine Grenzen. Es kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometer, wäre mit einem LKW überhaupt nicht möglich und ist natürlich vom Energieverbrauch auch wesentlich geringer, das hören wir aber gleich später nochmal. Und die Jahreskapazität liegt bei bis zu 200 Millionen Tonnen. Also auch das enorm. Links im Bild unten sehen wir die Stadtregionalbahn, den Unibus. Und das ist ein Fahrzeug, hier im Bild ist es aus drei Modulen bestehend. Wer die Videos schon gesehen hat, da ist es ja auch zerlegt gewesen, teilweise in dem Stadtbild. Drei Module hier, dieses Fahrzeug fasst bis zu 100 Passagieren, gibt es also auch unterschiedliche Modelle, kann eine Distanz zurücklegen bis zu 200 Kilometern und fährt mit einer Geschwindigkeit, das muss man sich mal vorstellen, in der Stadt bis zu 150 Stundenkilometern. Nicht ein Muss, aber ein Kann. Und die Tageskapazität liegt bei 25.000 Passagieren. Das Interessante ist, das Ganze ist geregelt mit auch schon herkömmlichen Methoden, zum Beispiel Lichtschranken oder auch diese Methoden, wie wir es von der Ampel schon kennen, viel Verkehr, schaltet die Ampel schneller um und so weiter. Auch diese Möglichkeiten werden hier genutzt und so kann diese Bahn im Bedarfsfall sogar alle 2 Sekunden starten. Das ist natürlich nicht immer notwendig, aber wenn viele Passagiere warten, dann kann diese Bahn natürlich viel häufiger fahren und das ist natürlich im Berufsverkehr sehr notwendig oder zu Stoßzeiten, besonders auch in Großstädten. Das Haupteinsatzgebiet ist hier im Stadtverkehr, im Nahverkehr oder im Regionalverkehr, wie man auch sagt, zum Flughafen, auf dem Flughafen und natürlich auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Und wie gesagt, diese Bahn, ein Modell davon, das werden wir auch in Berlin sehen, auf der Messe, wegen der ich jetzt natürlich auch so aufgeregt bin. Wir sind hier jetzt in der Endphase. Wir werden im Anschluss noch ein bisschen was davon sehen. Und rechts im Bild sehen wir dann ein Modell des Unibikes. Das Unibike kann, es gibt verschiedene Modelle, wir sehen noch ein paar heute, teils bis zu 5 Personen. Ist schon auch ja ein Spaß dabei. Das heißt nicht umsonst Unibike, es gibt hier Modelle, bei denen man auch mittreten kann. Also der Spaßfaktor ist hiermit integriert. Es kann eine Geschwindigkeit zurücklegen bis zu 120 Stundenkilometern und eine Distanz ab 5 Kilometern. So, jetzt zum Thema Sicherheit. Da sehen wir hier noch einen wichtigen Faktor. Weil bei diesen Geschwindigkeiten wird einem schon manchmal ein bisschen mulmig. Das sagt man, oh Gott, auf dieser Höhe. Übrigens in der Stadt muss es nicht auf 15 bis 30 Metern sein. Man kann auch mal runtergehen auf, ich sag's mal, 6, 7 Metern, wenn man das in das Gebiet einfach mit integrieren möchte. Wir sehen hier oben im Bild die Hochbahn, rechts ein Hängemodell und unten einen wichtigen Faktor zum Thema Sicherheit. Hier ein Querschnitt der interessanten Schiene, zu der ich gleich noch komme. Und links davon, ich gehe jetzt mal drauf mit meinem Pfeil, sehen wir einen wichtigen Faktor zum Thema Sicherheit, nämlich hier dieses spezielle Anti-Entgleissystem. Hier fährt einfach dieses Rad seitlich mit und hier dieses Spezialrad. Man sieht hier schon ganz klar, wir haben hier keine Reifen, wir haben hier relativ geringe Reibung. Und all das führt natürlich dazu, dass wir auch einen sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch haben. Und das werden wir jetzt gleich noch näher sehen. Hier sehen wir einen Querschnitt dieser Stringschiene. Außen herum haben wir dieses Schienengehäuse. Hier in der Mitte haben wir die Aufhängung oder ich sage jetzt mal dieses Befestigungselement, das hier seitlich am Schienengehäuse festgemacht wird
Und in der Mitte sehen wir diesen String, ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Und hier haben wir noch spezielles Füllmaterial, nämlich Spezialbeton. Und hier könnte man auch diese Kommunikations- oder für die Infrastruktur notwendigen Leitungen mit einbauen. Und obendrauf haben wir diese Stahlkopfschiene. Man sieht hier alles schön glatt, relativ geringe Reibung. Rechts im Bild haben wir verschiedene Möglichkeiten, welche Stringschienen es gibt. Wir haben ja verschiedene Gelände. Ich habe ja erwähnt, das Ganze ist topologieunabhängig. Das heißt, wir können wie mit einer Seilbahn im oberen Beispiel in die Höhe, in einem Beispiel, das wir gleich noch sehen werden, bis zu 50 Meter in die Höhe. Da brauchen wir natürlich flexible, stichfreie Stringschienenstruktur, so wie es hier im Bild ist. Hier können wir bis zu 150 Kilometer in der Stunde uns fortbewegen. Im mittleren Stringschienenmodell auch bis zu 150 Stundenkilometern. Das Ganze ist hier halbstarr, schnittfrei. Schnittfrei heißt einfach keine Unterbrechungen, sodass es alles einfach ohne irgendwelche Widerstände oder Gefahren ist. Und man sieht es hier, das nimmt man zum Beispiel wie bei einer Hängebrücke. Da komme ich auch in einem Beispiel noch näher drauf zurück. Hier könnte man, wie gesagt, auch mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometer fahren. Und das untere Modell, das ist die starre Konstruktion, hier mit einem Hängemodell, mit einer Aufhängung für ein Hängemodell und hier mit einer Hochbahnschiene. Und hier könnte man bis zu 500 Stundenkilometern zurücklegen, weil das Ganze im Starr ist und geradeaus geht. So, und hier komme ich zu einer ganz wichtigen Formel, die mich von Anfang an total fasziniert hat. Ich, der weibliche Mann, sage ich immer. Diese Technologie fasziniert mich mehr wie manchen Mann. Gut, was ist hier das Interessante? Ich habe ja gesprochen, sehr, sehr wenig Energiebedarf. Würden wir diese Fahrzeuge, die bis zu 5 Tonnen wiegen, also 5000 Kilogramm, mit 450 Stundenkilometern vorwärts bewegen und würde man das mit einer Pneumatiktechnologie machen, das heißt mit Luftreifen wie bei einem LKW, bräuchte man hier 1100 Kilowatt Energie. Hier auf dieser Stringschiene brauchen wir für die gleiche Leistung gerade mal 9,2 Kilowatt. Man muss sich das mal vorstellen, dieser Unterschied 9,2 zu 1100, das ist enorm. Das ist eigentlich fast nicht vorstellbar. Und dadurch wird das Ganze extrem günstig, der ganze Transport. Dazu kann man diese Schiene, was wir gleich auch nochmal sehen werden, ja so hernehmen. Jetzt nehmen wir das untere Beispiel. Man kann oben die Hochbahn fahren lassen und unten Hängebahnen, entweder für Transport oder auch für Personen. Also und hintereinander. Also nicht wie bei einer Bahn, dass man hier Angst haben muss, ein Zug fährt und die fahren ineinander. Das ist unglaublich, welche Möglichkeiten man hat hier mit dieser Technologie. Und hier im Bild, das hat mich auch von Anfang an total fasziniert, deswegen habe ich darauf bestanden, dass wir das hier integrieren in unsere Präsentation, sehen wir ein Beispiel, man sieht hier unten schon, das Ganze ist im Meer draußen. Also man kann ja das auch, hat man an den Portvideos gesehen, auch ins Meer hinausbauen. Und hier sieht man die beiden Türme im Meer. Die Türme sind immer auch zugleich die Zusteigemöglichkeiten. Hier sind Fahrstühle drinnen und hier kann man hochfahren und hier zusteigen. Was man hier genutzt hat, das ist die Möglichkeit der Gravitation. Hier verwendet man die Gravitation, das heißt die Schwerkraft, um Energie zu sparen. Nämlich einerseits die Schwerkraft, wir haben hier einen Kilometer Distanz. Anwendbar ist das Ganze von 500 Meter bis 2000 Metern. Hier kann man die Bahn praktisch durch die Schwerkraft, die er automatisch nach unten zieht, nutzen, um keine Energie zu benötigen, keine Motorleistung zu benötigen, damit das Ganze nach unten sich bewegt und dann zugleich wieder die Schwerkraft als Widerstand durch die Gravitationsmotorbremse. Dadurch spart man wieder Energie, weil ja hier der Widerstand nach oben gegeben ist. Und man braucht hier wesentlich weniger Energie oder bis zu gar keine,
um einfach das Fahrzeug von hier bis hier zu bewegen. Also man sieht, diese Technologie hat wirklich an alles gedacht und so können wir unglaublich Ressourcen sparen. Dazu kommt ja auch noch, was mich persönlich so fasziniert, die bauen ja alles ein, die nutzen ja alle Möglichkeiten der Energiegewinnung, sei es Windkraft, sei es Sonnenenergie, je nachdem, wo sich gerade, ich sage jetzt mal, die Quelle, die Energieversorgung befindet. Ist es in Russland, wird man wahrscheinlich die Windenergie ausbauen. Nimmt man jetzt Dubai an, wird man natürlich die Sonnenenergie mehr nutzen. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Zusätzlich nutzt man auch die Energierückgewinnung, wie man sie ja zum Beispiel auch schon bei Tesla teilweise verwendet. Hier haben wir einen Querschnitt des Rades. Also ich bin jetzt kein Ingenieur, ich kann sie noch nicht erklären, glaube ich, ist auch nicht notwendig. Und hier haben wir zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten des Transportes. Hier ein Hängemodell, man kann es klar erkennen. Die Schiene, hier hängt das Ganze und der Gabelstapler bringt hier Stückgut und lädt das hier voll. Hier haben wir ein Hängemodell, das mit Schüttgut beladen wird. Hier haben wir eine Hochbahn, die mit Schüttgut beladen wird, und zwar in Sekunden werden hier Tonnen verladen. Das Ganze funktioniert während des Fahrens. Unglaublich. Und hier haben wir ein paar verschiedene Modelle unseres Spaßmodells des Unibikes, das natürlich hauptsächlich in der Stadt oder zu Sehenswürdigkeiten ja, verwendet wird. Hier 1 bis 3 Personen ohne Tretmöglichkeit und hier 1 beziehungsweise 2 Personen mit Tretmöglichkeit. Und es gibt hier kein Überholen, auch wenn ihr euch noch so anstrengt. 120 Stundenkilometer, das müsst ihr mir erstmal beweisen, dass ihr den anderen überholen könnt. Das ist natürlich auch unterstützt mit Elektrizität, wie zum Beispiel beim E-Bike, wie man das kennt. Und hier verbindet man einfach die Merkmale der Fortbewegung mit Sport und Entertainment. Und eines dieser Modelle, ich weiß noch nicht welches, wird auch in Berlin zu sehen sein. Und jetzt kommen wir zum Hauptmodell, zu unserem Öko-Technopark. Dieser Öko-Technopark ist für uns gigantisch wichtig. Und dahin fließen auch derzeit unsere Investorengelder. Warum ist dieser Öko-Technopark für uns so wichtig? Er hat zwei wichtige, Faktoren, die wir benötigen, wenn wir was verkaufen wollen. Wir kennen das ja, ich sage jetzt mal BMW, Audi oder auch Mercedes, sind jetzt für mich, die mir gerade einfallen, sind große Autohersteller. Wenn die jetzt ein neues Modell herausbringen, was passiert dann? Dann zeigen die das vielleicht im Fernsehen, es wird Werbung gemacht und ich sage, wow, der sieht aber gut aus. Ich möchte jetzt ein neues Auto mehr kaufen. Gut, dann werde ich sagen, okay, der gefällt mir. Was werde ich tun? Ich werde vielleicht noch ein paar Informationen mir aus dem Internet rausholen, aber ich kaufe nicht die Katze im Sack. Ich will mir das Auto erstmal ansehen. Was mache ich? Ich fahre zum Händler, schaue mir das Auto an, setze mich rein, mache vielleicht eine Probefahrt und wenn mir das Auto gefällt, dann bestelle ich es so, wie es mir gefällt, meinen Bedürfnissen entsprechen. Und genau für diesen Zweck ist auch dieser Ökopark gedacht. Denn ein Land, das diese Technologie für sich nutzen möchte, oder eine Stadt oder egal wer, der wird natürlich auch nicht die Katze im Sack kaufen wollen, der wird sich informieren, super, interessiert mich, schaue ich mir an. Und dann wird er dorthin fahren, wird in diesen Ökotechnopark sich das Ganze anschauen, wird ausprobieren, wird sich überzeugen, funktioniert das Ganze denn auch wirklich. Und dazu braucht man eben diesen Park. Dann hat er noch eine wichtige Aufgabe. Jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, das auf Wertsteigerung Wert legt, braucht die Zertifizierung. Eine Zertifizierung ist nichts anderes, als dass man einfach die Wertigkeit testet, dass man hier auch einfach beweist, dass einfach alles funktioniert und das Ganze auch dokumentiert. Und da muss jedes einzelne Blatt muss da dokumentiert werden. Ich habe es oft schon erwähnt, ich habe sowas mal miterlebt, ihr glaubt gar nicht, was da alles dran hängt. Und diese Zertifizierung wird natürlich auch in so einem Park, in diesem speziellen Ökopark durchgeführt. Dieser Ökopark
befindet sich in Mariana Orca. Das ist in der Nähe von Minsk in Weißrussland, Belarus. Ja, warum hat man diesen Ort gewählt? Ganz einfach, weil das einfach strategisch sehr klug war, gute Verkehrsanbindung und man hat dort sehr viele Wissenschaftler versammelt. So, nun zur Erklärung zu diesem Öko-Technopark. Was sehen wir alles? Wir haben ja eben die Transportmöglichkeiten gesehen. Die werden hier im hinteren Teil gezeigt. Hier hinten wird man demonstrieren, wie man belädt. Hier kann man Kurve fahren und hier kann man natürlich fahren. Dieser Teil ist noch in Arbeit. In der Mitte sehen wir die Trasse, die für die Regionalbahn und die Stadtbahn. Hier haben wir auch ein Hängebrückenmodell eingebaut, das ich eben schon mal näher erklärt habe. Und hier, was ganz wichtig ist, haben wir so Kurvenelemente. Man braucht ja, wenn man um die Kurve will, braucht man diese Kurvenelemente. Ansonsten geht das immer gerade. In Städten wird das oft verwendet, wer die Videos schon gesehen hat. Da werden oft die Türme gemacht und in diesen Türmen macht man das einfach wie einen Kreis, die Zusteigmöglichkeit und dann fährt einfach die Bahn hier im Kreis herum und hier kann man gleichzeitig auch dann zusteigen. Aber wie gesagt, um die Kurve nur mit so einem Kurvenelement. Und die werden hier mit diesen beiden Teilen gezeigt. Dann haben wir hier noch das Repräsentierungs, ja, Gebäude. Das wird auch später als Museum sein. Jetzt im Moment wird man auch die kleinen, die Modelle zeigen. Es gibt ja alle Bahnen auch als Modelle, ich glaube in drei verschiedenen Größen. Da kann man das Ganze auch innen zeigen und präsentieren. Und man sieht schon, das wird hier ganz schön als Park angelegt. Und hier ganz vorne, das ist die wichtigste Bahn, das ist die Schnelltrasse. Diese Schnelltrasse wurde ursprünglich mit 30 Kilometern veranlagt. Mittlerweile konnte man das Ganze bis auf 16 Kilometer verkürzen. Ursprünglich hat man gesagt, na, man braucht diese 30 Kilometer, weil man muss ja eine Schnellbahn, die diese Geschwindigkeit zurücklegen soll. Man muss sie beschleunigen, man muss fahren ein Stück und man muss es da auch bremsen. Und da reicht natürlich nicht 1 oder 2 Kilometer, sondern da hat man gesagt, man braucht 30 Kilometer. Aber dank dieser Gravitationsmotorbremse konnte man das Ganze tatsächlich auf 16 Kilometer verkürzen. Und das spart natürlich enorm an Kosten. Dieser Park wurde veranschlagt mit 300 Millionen US-Dollar. Und man hat bisher schon mindestens 40% der Kosten einsparen können. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Teil davon die Einsparung hier an dieser Trasse. Man hat hier 19 Pfeiler verbaut und hier vorne findet man den ersten Ankerpfeiler, der als Bahnhof dient. Und ich habe jetzt mittlerweile die Kenntnis, dass da drinnen auch nochmal im Moment irgendwo ein Ankerpfeiler ist, weil man hier momentan noch nicht die ganze Strecke ausbauen muss. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber der ist auch schon fast fertiggestellt. Dank dieser Verkürzung muss man sagen, pro Kilometer kostet, ja, hat man Kosten zwischen 2,5 und 3,5 Millionen US-Dollar. Das heißt, mindestens 14, 15 Kilometer Einsparung. Man kann sich's ausrechnen, nur mal 3 im Schnitt, dann spart man hier schon mal einiges an Kosten. Und hier unten im Bild sehen wir nochmal eine Trasse. Das ist eine Trasse, die eben starr ist. Eine Trasse für die Schnellbahn geeignet. Hier integriert sieht man auch eben die Informationstechnik, Kommunikationstechnik und auch die Energieversorgung zum Beispiel. Wir haben ein Hängemodell. Wir haben ein Hängemodell hier hinten als Fracht, hier als Personen und oben eine Hochbahn. Also wie gesagt, hochinteressant. Und dazu ist auch noch zu sagen, dieser Park steht jetzt wirklich, hier wird Tag und Nacht gearbeitet, er steht kurz vor der Vollendung. Oktober, November ist es vorbei. Und deshalb ist es auch für uns ganz, ganz wichtig, gebt vielen, vielen Menschen die Chance, jetzt noch dabei zu sein. Denn mit Fertigstellung dieses Ökoparks müssen wir damit rechnen, dass wir Privatinvestoren keine Chance mehr haben zum Investieren in das Weltprojekt Skyway. Es wird da noch kleinere Projekte vielleicht geben in den einzelnen Ländern, aber
Der große Kuchen ist dann verteilt, dann werden die Großinvestoren kommen, die Investmentfirmen, und dann ist es für uns vorbei. Also wer interessiert ist, bitte so schnell wie möglich, sonst habt ihr vielleicht keine Chance mehr hier an diesem Kuchen, ja, teilzuhaben. Hier sehen wir noch ein ganz wichtiges Schreiben, das führt, ja, ich sage jetzt mal, zur Umsetzung der Idee in die Realität. Die Idee und die Technologieentwicklung ist ja schon sehr lange, aber um dieses Schreiben musste Junitzki tatsächlich 15 Jahre kämpfen. 15 Jahre, bis er die Anerkennung vom Verkehrsministerium von Russland bekam, dass seine Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie eingesetzt wird. Und somit das Pilotprojekt in Russland gestartet wird. Also ein ganz wichtiger Schritt für die Umsetzung im nächsten Jahr. Und ein ganz wichtiger weiterer Schritt, ich finde für uns im Westen fast noch wichtiger, ist dieses Projekt in Australien. Oder dieser Mann, der übrigens auch in Berlin sein wird, Rod Hook. Rod Hook, seines Amtes bis vor 2, 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, war Verkehrsminister in Australien. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Wie gesagt, er ist nämlich nicht nur Verkehrsminister gewesen, sondern er hat auch ein Transportunternehmen. Und als er dann aus seinem Amt ausgeschieden ist, auf eine Weise, naja, über die sprechen wir jetzt lieber nicht, er war sehr beliebt als Verkehrsminister, wurde er dann von einer Investorin von Skyway angesprochen, und zwar über LinkedIn. Viele kennen ja diese Kommunikationsmöglichkeit. Diese Dame hatte den Mumm, und wir danken ihr noch heute. Sie hat ihn ein halbes Jahr bearbeitet, hat ihn immer wieder vorgeschwärmt, und er soll sich das Ganze doch mal ansehen. Und er war offen und ist vergangenes Jahr im Herbst nach Minsk gereist, hat sich dort alles angesehen und war total begeistert von dieser Technologie. Was hat er gemacht? Er fuhr nach Hause, gründete eine Tochtergesellschaft, die Skyway Australia, und startet in Australien natürlich das erste Projekt mit. Geplant war jetzt hier, was wir links im Bild sehen, Flinders. Flinders hat eine ganz besondere Herausforderung. Das ist eine Universität, die eine etwas schwierige Lage hat. Werde ich euch jetzt gleich mal im nächsten Bild zeigen. So, wir sehen hier eine Karte. Hier sehen wir die Universität, und da drüben befindet sich der Campus. Man musste immer hier diese Studenten von der Uni zum Campus bewegen. Das Schwierige ist aber, man sieht es hier schon, wir haben hier eine Straße, und die hört hier auf, die Straße hier. Warum? Wir haben hier eine Steigung, den Berg, der geht hoch bis auf 50 Meter, da konnte man nicht drüber. Hier ist übrigens ein Bahngleis. Und hier wird die erste Herausforderung sein für die Bahn. Die muss jetzt hier auf 50 Meter Höhe rauf. Und hier hinten wird sie wieder die Anbindung haben an die öffentlichen Verkehrsmittel. Und so wird man diese Bahn über einen Kilometer bauen, rüber, um dann die Studenten hier rüber zu bewegen zum Campus. Also das wird eines der ersten Projekte sein. Allerdings verzögert sich das Ganze, weil eigentlich wollten sie den Bau jetzt schon starten, die Ingenieure sind schon vor Ort, weil man das Ganze jetzt vergrößern will. Man möchte hier noch ein Parkhaus integrieren, eventuell sogar mit Studentenwohnungen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und das Ganze muss erst genehmigt werden. Man kennt das ja, das Ganze auch bei uns. Und deshalb verzögert sich das Ganze. Aber was zu Rod Hook auch noch ganz besonders zu sagen ist, Rod Hook reist ja momentan überall hin und promotet und versucht, alle Gemeinden, Städte zu überzeugen, diese Technologie zu nutzen, denn sie ist einfach um ein Vielfaches günstiger wie Straßenbahnen oder sonst was so geplant ist. Und er setzte hier enorm ein für die Umsetzung dieser Skyway-Technologie in Australien. Australien ist natürlich auch prädestiniert dazu. Man hat hier diese Weite. Günstiger kann man ja hier eine Fortbewegung gar nicht bauen als hier mit dieser Skyway-Technologie. Und
Deshalb ist in Australien hier Skyway in aller Munde und nicht nur von den Leuten, sondern in der Presse, im Radio, im Fernsehen, in diversen Zeitungen. Hier eine davon, der Daily Telegraph. Hier berichtet man natürlich über das Projekt in Flinders, aber es gibt auch noch den Advertiser, der hat Rod Hook eben dazu interviewt und ihn gefragt, warum er so begeistert ist und warum sich jetzt das Projekt verzögert und so weiter. Also wie gesagt, er reist jetzt durchs ganze Land und macht hier Offline-Präsentationen. Also wir brauchen hier in keinster Weise mehr zweifeln, dass diese Idee umgesetzt wird. Auch wenn es vielleicht im deutschsprachigen Bereich etwas dauert. Es gibt genügend andere, die nicht diese Schwierigkeiten haben, wie hier diese Gesetzgebung. Und wichtig ist für uns als Investoren die Umsetzung überhaupt. Und es geht sowieso nicht alles auf einmal. Und hier, wie gesagt, ein ganz wichtiger Meilenstein. Und hier, das wird einen Aufschrei geben, auch in Deutschland, wenn diese Technologie in Berlin vorgestellt wird. Man hat, und das muss man sich mal vorstellen, Unitsky gezielt eingeladen. Man hat ihn gebeten, mit seiner Technologie zu dieser Messe zu kommen. Dort wird auf einer Fläche von über 50 Quadratmetern eben Skyway vorgestellt. Die InnoTrans setzt Maßstäbe. Die InnoTrans findet alle 2 Jahre statt, ist jetzt vom 20. bis zum 23. September in Berlin. Und hier werden die Grundsätze, die maßgeblichen Richtungen für die nächsten Jahrzehnte gelegt. Und dort wird Skyway gezeigt und dort werden auch Verträge schon unterzeichnet, es werden terminiert mit Leuten, die dort kommen. Und es wird auch am Abend des 23.09. eine Abendveranstaltung sein mit Rod Hook und mit Pavorin. Die werden auf Englisch dort sprechen. Wir Deutsche werden eine Übersetzung haben. Unser lieber Tom hat sich angeboten, das zu übernehmen. Allerdings muss ich alle enttäuschen, die noch dabei sein möchten. Die Karten sind alle verkauft. Also wenn jemand Interesse hat, dann kann er natürlich jetzt auf uns mal zukommen. Vielleicht gibt es mal einen, der abspringen muss kurzfristig. Man weiß ja nie. Dann werden wir das vermitteln. Aber im Moment muss ich ganz klar sagen, ist alles ausverkauft. Es gibt keine Möglichkeit, an dieser Abendveranstaltung mehr teilzunehmen. An der Messe ja, die findet statt vom 20. bis 23. Empfehlenswert, wer nur einen Tag nutzt, nehmt den 23. Dort wird auch eine Kurzpräsentation mit Anatoly Junitsky stattfinden. Die Zeit weiß ich noch nicht ganz genau. Fakt ist, wenn dann diesen Tag. Und bitte, wenn ihr dahin wollt, nicht vor Ort die Karten kaufen, kauft sie online, kosten sie 45 Euro pro Tag oder 65 für alle 3 Tage. Wenn man vor Ort kauft, 80 Euro. Ein Riesenunterschied. Also wer hier Karten haben möchte für die Messe, der soll sich, wenn er nicht weiß, wo er es machen kann, an uns wenden. Wir geben es auch immer wieder in die Chats hinein. Wer nicht weiß, wie man die Karten bestellen kann. Also ihr seht schon an meiner Art, wie ich spreche, wie begeistert ich von diesem Projekt bin. Und jetzt komme ich zum wirtschaftlichen Teil, der sicher noch viele noch mehr begeistern wird. Nämlich neben dieser, ich sage schon mal, hochinteressanten Technologie, auf die ich schon jeden Tag war, und ich hoffe, dass ihr auch bald zu uns kommt in den deutschsprachigen Bereich, gibt es für uns noch einen enormen Vorteil, wirtschaftlich davon zu profitieren. Und dazu komme ich jetzt. Aber ich muss hier eines ganz klar sagen. Natürlich, es ist ein Start-up-Unternehmen. Ich gebe Prognosen. Ich werde hier Zahlen nennen, die erwartet werden. Aber ich kann keine Garantien und keine Zusicherungen geben. Denn die kann niemand geben. Aber ich kann sagen, wie die Prognosen sind und das werde ich auch. Aber ich weise darauf hin, dass jegliche Gewinn- und Einkommensbeispiele sowie Prognosen auf mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Erwerb von Anteilen auftreten können, lediglich Schätzungen sind und variieren. Es gibt keine Sicherheit und Gewährleistung.
Ich muss das mit dieser Deutlichkeit sagen, denn wie gesagt, ich bin auch nur Investor. Ich kann keine Garantie geben, aber das kann auch die Firma nicht. Das geht einfach nicht. Man weiß nicht, wie lang das dauert mit der Entwicklung. Man weiß ja auch nicht, die Welt kann untergehen, dann gibt es auch keine Garantie. Also das mal nebenbei bemerkt. Aber ich muss das einfach in dieser Deutlichkeit sagen, weil es gibt manchmal auch Leute, die das sonst für bare Münze nehmen und wenn es sich dann verzögert, dann sagen, du hast doch gesagt. Also das nur nebenbei bemerkt. So, wie sieht es aus mit der Rentabilität von Skybay? Es gibt natürlich viele Faktoren, warum es interessant ist, für uns hier ja zu investieren oder Investor zu werden. Das eine ist natürlich die profitable Investitionsfinanzierung. Das heißt, wir kaufen derzeit die Anteile zu einem, ich sage es auf gut bayerisch, Spottpreis ein, nämlich wir bewegen uns im Moment nicht mal im Centbereich und mit der Unternehmenskapitalisierung, das heißt, je mehr Kapital das Unternehmen aufbaut, wächst natürlich auch der Preis für unsere, ja, für unseren Anteil. Wir kennen das vielleicht, wer sich da schon mit auseinandergesetzt hat von Facebook oder von Apple und so weiter. Auch hier ist das Gleiche. Je größer das Wachstum ist des Unternehmens, desto mehr steigt auch natürlich die Unternehmenskapitalisierung. Zweiter Punkt, die Dividenden. Wer schon mit Aktien zu tun hatte, der weiß das. Wer das aber nicht weiß, was ist eine Dividende? Wenn ich Aktien kaufe, das Ganze wird dann erst zum Tragen kommen, wenn wir an der offiziellen Börse sind. Im Moment, der nächste Schritt wird erst sein, wir sind in einer geschlossenen Aktiengesellschaft, ein interner Handel. Aber natürlich ist der Schritt offizielle Börse auch geplant, wenn die Gewinne stimmen. Und wenn diese Gewinne stimmen, dann sind wir natürlich mit den Aktien an der Börse und dann werden auch die Gewinne über Dividenden an die Aktionäre weitergegeben. Und die sind nicht von der Hand zu weisen. Also wer damit schon zu tun hat, der weiß, von was ich spreche. Die werden jährlich ausgeschüttet. Bei einer hohen Anzahl kann ich natürlich, wenn ich Glück habe, oder naja, davon leben. Was heißt, wenn ich Glück habe? Dann kann ich davon leben, wenn ich eine hohe Anzahl habe. Zum Thema geistiges Eigentum, da geht es hier einfach um die Patente. Natürlich hat Junitzky die Patente über seine Technologie, ganz klar. Und diese Patente für diese Technologie wurden von externen Experten auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Man muss sich mal diese Zahl vorstellen, ohne dass nur ein Kilometer gebaut ist. Das ist enorm. Jetzt können wir uns vorstellen, was überhaupt passiert, wenn das Ganze erst noch gebaut wird, wie dann die Kapitalisierung ansteigt. Und 15% davon, das werden wir gleich noch hören, werden an uns ausgegeben. Und zum Thema Kooperationsperspektive, die ist natürlich hier auch enorm. Ja, die Welt hat viele Länder und viele Länder werden diese Technologie lieben. Es gibt schon Interessenten in über 100 Ländern. Es gibt schon klare Planungen, zu dem ich aber jetzt noch nicht deutlich was sagen kann, außer das, was ich erwähnte. Australien, Weißrussland, es gibt noch einige mehr. Dubai, glaube ich, gibt sogar ein Video drüber. Dort sollen die Pilger transportiert werden und vieles mehr. Da wird sich in der nächsten Zeit sehr viel tun. Und je mehr Länder dazukommen und sagen, okay, wir wollen hier bauen, desto interessanter wird es. Und diese Perspektive ist natürlich hier enorm. Das gibt es nirgends. Und wir haben jetzt, wenn wir jetzt in dieser Phase vor der Fertigstellung des Ökoparks investieren, haben wir die Perspektive, an den Weltumsätzen mit unseren Anteilen zu partizipieren, das heißt Gewinne zu erwerben. Und hier sehen wir im Bild den Anteil an Shares oder Anteil Aktien, interner Handel wohlgemerkt, nicht an der Börse noch, die verkauft werden, nämlich gut 60 Milliarden Anteile, die mit einem Wert von einem Dollar belegt wurden, hier in diesem Schreiben. Warum betone ich diesen Dollar? Wir kaufen im Moment die Anteile für einen halben Cent, wenn man ganz wenige kauft, vielleicht mit einem Cent. Aber das Ganze ist mit einem Dollar hier in diesem Schreiben festgelegt worden. Das heißt, bis zu einem Dollar Gewinnanstieg sind wir steuerfrei. Und das ist für uns natürlich hochinteressant. Und das sind ungefähr 15%
des Schätzwertes. Mehr werden nicht verkauft. Also wenn diese verkauft sind, ist Schluss. Ob jetzt die wir kaufen als Privatinvestoren im Moment noch oder später dann die Investmentfirmen nach der Fertigstellung des Ökoparks zum Beispiel, das interessiert Skyway nicht. Die interessiert es nicht, ob wir dabei sind oder nicht, weil die Anteile sind sowieso schon verkauft. Wir haben nur jetzt noch die gigantische Chance, davon teilzuhaben. So, hier sehen wir im Bild die Zertifikate. Am Anfang investieren wir, das werden wir gleich näher erklärt bekommen, bei Skyway Capital, in unserem Fall, hier im deutschsprachigen Bereich, bekommen vorübergehend dieses Zertifikat. Wenn das Ganze dann bei der Firma eingetragen wird, das passiert immer einmal im Monat, bekommen wir dieses Zertifikat und es wird hier in diesem Extrakt eingetragen. Das sind ja Beispiele von mir. Und hier sehen wir dann alle unsere Zertifikate, die wir haben. Dieses Blatt ist extrem wichtig für uns. Dieses Zertifikat können wir anfordern, allerdings für den Preis von 10 Dollar, müssen wir aber nicht. Denn allein mit diesen ist unser Anteil gesichert. Die meisten machen es natürlich. Sieht auch super aus. Ich habe das extra bestellt, um es hier eintragen zu können. Aber wie gesagt, auch das wird dann irgendwann gecancelt. Da steht dann drüber cancelt. Wenn das drüber steht, dann ist dieses gültig oder es ist da oben eingetragen, wer das nicht anfordern möchte. So, und jetzt komme ich noch zum Beispiel. Wo fließt mein Geld hin, wenn ich investiere? Hier haben wir ein Beispiel. Ja, dieses Beispiel haben wir gewählt, weil es sich einfach gut darstellen lässt. Ist aber finanziell gesehen nicht unbedingt das Interessanteste. Würde ich nie, für 200 Dollar würde ich nie einkaufen. Ja? Aber wie gesagt, da lassen Sie sich bitte beraten von der Person, die Sie hierzu eingeladen hat. Wenn ich 200 Dollar investiere, dann fließt mein Geld im deutschsprachigen Bereich in die Skyway Capital. Die kümmert sich hauptsächlich um den deutschsprachigen Bereich. Es gibt aber noch zwei weitere Systeme. Man könnte überall investieren, wenn man wollte, nämlich die RSW, das war der Ursprung, und die Skyway Invest Group. Das ist einfach so, Gelder werden gesammelt weltweit und jeder hat so seinen Spezialbereich. In unserem Bereich, wie gesagt, die Skyway Capital. So, und jetzt, wenn wir dieses Skyway Capital, wenn wir dieses Geld hier einbezahlt haben, dann fließt dieses Geld zur GTI, das heißt zur Global Transport Invest Incorporation. Was ist die Global Transport Invest Corporation? Das ist nichts anderes als die Organisation, die das Geld ausgibt. Wir sehen es hier unten im Bild. Ein Beispiel davon, nämlich das ZAO. Das ist nichts anderes als die Abkürzung für das russische Wort für Konstruktionsbüro für Stringtechnologie. Diese Ingenieure, Planer und so weiter, die geben das Geld aus. Und momentan werden diese 7 Milliarden Anteile, die jetzt gesammelt werden, ausgegeben für den Öko-Technopark, der jetzt kurz vor der Fertigstellung steht. Und ich kann euch eins sagen, die arbeiten momentan Tag, Nacht und auch am Wochenende. Sowas unglaublich, was da hier passiert. Und das Geld wurde natürlich ausgegeben für alles, was damit zusammenhängt. Eben Projekt, Baugenehmigung, vertragliche Unterlagen und natürlich Grundstückserwerb. So, wir haben das Geld abgegeben und jetzt sagen wir natürlich, okay, wenn ich mein Geld investiert habe, dann was kriege ich dafür? Wer garantiert mir denn, dass mein Geld nicht verloren ist? Ja, hier haben wir dann Unitsky mit seinem Team als Garantiegeber, nämlich die Unisky Corporation. Die machen natürlich nicht die Verwaltungsarbeit, das macht für sie die Eurasian Rail Skyway System Holding. Das ist einfach eine Holding, die einfach den ganzen Papierkram macht rund um die Aktien. Und von denen zusammen, das sind die Garantiegeber, von denen bekommen wir als Pfandschein diese Zertifikate bzw. dieses Extrakt. Und somit sind wir vom Investor zum Aktionär aufgestiegen. So. In unserem Beispiel hätten wir einen Diskont von 1 zu 100. Das heißt, ich bekomme für 200 US-Dollar 20.000 Anteile. Das wäre zum Beispiel 1 Cent. Aber ich habe ja eben schon gesagt, das würde ich nie tun. Wäre sehr ungünstig, weil es gibt viel, viel interessantere Angebote. Da komme ich aber
gleich noch dazu. So, jetzt mag mich der Pfeil wieder nicht. Ja, er mag mich nicht. Moment. Schauen wir, ob er mich jetzt mag. Jawohl. Also, wir haben 200 investiert. Wir bekommen dafür das Zertifikat von der Eurasian Rail Skyway System Holding für 20.000 Aktien. Und wie ich schon erwähnte, hier 1 zu 100 in diesem Beispiel wohlgemerkt. So, aber garantiert steuerfrei bis zu 1 Dollar. Das wurde in dem ersten Modell, das ich gezeigt habe, in diesem Schreiben festgelegt. Also egal, was ich bezahle für den Anteil, bis zu 1 Dollar ist es festgelegt. Deshalb sprechen die auch, das werden wir gleich noch sehen, immer von US-Dollar, obwohl es jetzt 1 Cent oder weniger kostet. So, interessante für uns ist dann, nehmen wir dieses schlechte Beispiel, wie ich immer noch sage, mag er mich wieder nicht. Okay, ich erzähle es einfach links im Bild, sehen wir ja die Rechnung. 20.000 minus 200, die ich investiert habe, hätte ich in diesem schlechten Beispiel bei 1 Dollar schon 19.800 US-Dollar Gewinn gemacht. Und diese Prognose wird tatsächlich schon für nächstes Jahr gegeben. Ich garantiere es euch nicht, aber selbst wenn 50 Cent nächstes Jahr und 1 Dollar übernächstes Jahr ist, ist es eine Rendite, wie man sie nirgends bekommt. Für nächstes Jahr ist auch schon geplant, wann genau weiß man noch nicht, ob jetzt Sommer, wie schon mal erzählt worden ist, oder ob es später ist, legen wir uns nicht fest. Bitte investieren Sie immer nur so viel, was Sie jetzt nicht zwingend brauchen. Aber es ist tatsächlich in der Planung, dass schon nächstes Jahr ein interner Handel kommen soll, sodass zum Beispiel Investmentfirmen oder die Firma zurückkaufen würde die Anteile von uns, wenn wir große Mengen haben, können wir das natürlich gerne machen, sodass wir schnelles Geld haben und auch noch genug haben, um sie zu halten und dann später von den Dividenden zu leben. Also wie gesagt, nicht wie üblich bei Start-up-Unternehmen 3 bis 5 Jahre Wartezeit, sondern das Ganze kann schon im nächsten Jahr passieren. So, und hier haben wir die einzelnen Pakete. Mein Pfeil mag mich nicht, ich erkläre es jetzt einfach. So, nochmal. Oben links sehen wir die Kinderpakete. Ich mag mich jetzt überhaupt nicht. Die Kinderpakete, die wurden auf vielfachen Wunsch von vielen Eltern, Großeltern, Tanten, was weiß ich alles, ins System genommen. Hier hat man die Möglichkeit, zum Beispiel für ein Kind ein Paket zu machen, das noch keine 18 ist. Die dürfen ja noch nichts machen. Und ich bin der sogenannte Guardian oder der Betreuer, wenn ich das Paket ordere. Ich habe das auch für meine Tochter gemacht, die erst 10 ist. Und sie kann dann erst mit 18 ihre Anteile verkaufen. Ich betreue sie, bin auch eingetragen im Moment, bekomme dafür, dass ich es kaufe, sogar in kleineren 5.000, in größeren 10.000 eigene Anteile noch. Und sie selber, in meinem Fall jetzt meine Kleine, kann dann mit 18 ihr Paket, also ihre Aktien verkaufen oder natürlich auch behalten. Ich komme da nicht dran. Ich sage, das ist wie eine Aussteuerversicherung oder eine Ausbildungsversicherung, egal wie Sie es nennen wollen, nur wesentlich lukrativer. Weil in den nächsten 8 Jahren, da wird das wahrscheinlich dieses Paket, das jetzt 130.000 enthält, ich vermute mal, dass mein Kind bis dahin Millionär damit wird. So, und das Rechte ist natürlich noch viel extremer. So, und dann haben wir unten diese Pakete, die jetzt für uns Investoren möglich sind. Hier die kleineren, das beginnt von 25 Dollar monatlich. Bei einer Doppelrate, bei der ersten Doppelrate zum Beispiel, würde ich hier 35.000 Anteilen bekommen. Hier 50 monatlich, 8 Monate lang insgesamt. Hier sind 250, hier insgesamt 400 US-Dollar, würde ich 81.000 Anteile bekommen. Hier würde ich 235.000 bekommen und hier 549.000. Hier sind 1.000 und hier 1.800. Hier gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel 10 mal 500, 5.000 und so weiter. Und auf die großen Pakete gehe ich jetzt mal nicht ein. Da kann man sich ja selber informieren. Wichtig ist nur eins, diese Ratenzahlungspakete, die ermöglichen einfach auch der Privatperson, die jetzt nicht so viel hat, schon hier mit einzusteigen und
sich Schritt für Schritt einfach das jeden Monat wegzulegen. Natürlich darf man die auch sofort bezahlen. Wir werden immer wieder gefragt, wenn ich sage, ich will, ich habe das Geld auf der Kante, ich will nichts mehr damit zu tun haben, will es gleich erledigt haben. Klar, dann zahle ich halt die gesamte Summe ein und mache es auch sofort. Aber die zum Beispiel die Rentnerin oder die jetzt nicht so viel hat und sagt, okay, aber mit den 25 im Monat könnte ich auch mitspielen, die kann dann das auch in kleineren Maße machen. Oder der andere sagt, $50, die tun mir nicht weh, die spiele ich immer Lotto, dann spiele ich jetzt kein Lotto mehr, dann kann er das auch mit 50 machen und so weiter. Also so ist einfach für jeden, der dabei sein möchte und an diesem großen Kuchen des Weltprojektes Skyway noch dabei zu sein, er hat jetzt diese Möglichkeit. Hier haben wir doch die ganz großen Pakete, wenn einer sagt, okay, ich habe gleich 50.000 oder ich habe hier 5.000 auf einmal oder hier hinten 50.000, es spielt keine Rolle, für jeden Geldbeutel ist was dabei. Hier haben wir noch die InnoTrans-Pakete, die sind einfach jetzt noch bis, sind überhaupt noch möglich, ich habe gemeint bis August. Hier sind nämlich noch die Karten integriert für die Messe. Aber hier ein Beispiel. Man könnte hier sagen, ich nutze das Paket und das zweite nehme ich auch. Beim zweiten habe ich dann, zahle ich nochmal 1.000, habe ich 2.000 ausgegeben. Zweiten bekomme ich 35.000 mehr. Achtung! 235 plus 270 sind 505. Wenn Sie sich erinnern, das Ratenzahlungspaket für 1.800 bringt mir aber 549 und ich zahle 200 weniger. Also bitte, wer sich nicht auskennt, genau nachrechnen oder uns dazu fragen. Weil das wäre tatsächlich, wenn man die zwei miteinander kauft, weniger lukrativ wie das obere. Also hier ein bisschen anfangen zu rechnen und sich genau informieren. So, wo fliegt fließen die Gelder hin? Wofür wurden die Investitionsgelder, die jetzt seit, und sieht hier, seit 2014 gesammelt wurden, ausgegeben wurden? Bis 2014 hat man die Technologie entwickelt, das heißt Unitsky und seine Helfer. Und dann 2014 hat man beschlossen, er hätte Angebote gehabt, seine Technologie zu verkaufen, aber er wollte es nicht. Er wollte diese Technologie den Menschen geben und nicht, dass die Menschen wieder ausgebeutet werden damit und nicht seine Visionen damit erfüllt werden. Er hat dann das Design entwickelt mit den ersten Investitionsgeldern bis 2015. 2015 begann man damit dann mit dem Bauvorhaben Öko-Technopark im Juli. Dieser wird jetzt zu Ende gestellt und dann beginnt die Phase Demonstration und Zertifizierung und nächstes Jahr geht es dann in die Markteinführung. Augenblick befinden wir uns noch und diese Phase ist kurz vor Ende. Also bitte, wer investieren will, schnell noch rein. Die letzte Woche, wir sind dann in Berlin, wir können niemanden unterstützen. Wir sind noch diese und nächste Woche da. Es dauert mit Zwift-Überweisung ungefähr eine Woche, bis das Geld da ist. Und dann muss es erst noch eingebucht werden. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn wir nicht mehr da sind, wird es schwierig. Also wartet nicht auf den letzten Drücker. Die Phase wird entweder mit der Messe oder kurz nach der Messe zu Ende sein. Damit müsst ihr rechnen. Und dann wird es teurer. Und teurer nicht, dass ich sage, ich zahle dann mehr, sondern meistens wird es teurer, indem ich einfach wesentlich weniger Anteile bekomme. Beispiel aus der letzten Phase, von dem Tausender-Paket bekam man damals noch 297.000, jetzt 235.000. 60.000 Anteile weniger ist viel für die gleiche Summe. Vor allem, wenn es einen Dollar wert wird. Also nicht warten, sondern schnell handeln, wer dabei sein möchte. Dieses kleine Beispiel bezieht sich auf $15. Ich habe es einfach mit drinnen. Wer mit $15 rein will, würde nur 36 Anteile für einen Dollar bekommen. Bei 1 zu 400, hier sind natürlich die ganz großen Pakete gemeint. Das 1800er ist zum Beispiel 1 zu 305, das heißt 1 Dollar, 305 Anteile beim $25-Paket, die 250, würde ich 1 zu 141 haben. Also 1 Dollar 141. Nur mal zum Vergleich. Und beim Tausender natürlich 1 zu 235. So, hier die einzelnen Phasen. Man hat in den Phasen immer bestimmte Aktien ausgegeben. Hier in der ersten Phase 5 Milliarden, Entschuldigung, hier 6 Milliarden. Die ganzen Phasen sind teilweise übergreifend, weil ja immer was anderes damit finanziert wird. Wir sind jetzt in der Phase 7.
Die Phase 8 beginnt jetzt im September. Man sieht sie hier schon. Also bitte schnell sein, wer dabei sein möchte. Hier haben wir diese Quote ungefähr. Man sieht hier schon ganz deutlich. Es wird weniger Anteile geben. Und nach der Phase 8, dann haben wir 36 Milliarden und dann wird es für uns vorbei sein. Gehen wir davon aus, mit diesen großen Kuchen. Die kleinen Projekte, das wird dann in den einzelnen Ländern mal Projekte geben, wo man dabei sein kann. Aber dann wird es auch nur, die Aktie sich nur auf dieses Projekt beziehen, auf die Gewinne dieses Projektes. Im Augenblick profitieren wir von allen Projekten, die bei Skyway Capital, bei Skyway Group angeschlossen sind. Weltweit. Diese Chance haben wir nur jetzt. Also bitte, wer dabei sein möchte, nicht zögern, macht so schnell ihr könnt. Die Ratenzahlung bietet uns so viele Möglichkeiten. Sobald ihr das Ratenzahlungspaket angefangen habt, geordert habt, habt ihr euch euren Anteil gesichert. Ihr müsst nur noch fristgerecht bezahlen. Hier sind die Sammelstellen weltweit. Ja, man sieht hier schon einiges. Also deutschsprachige Bereiche, ich kann euch versichern, wir sind so ein kleines Licht. So ein kleines Licht. Als ich dazu kam, das war Ende Mai, da waren gerade 300 Leute dabei ungefähr. Es wird natürlich jetzt mehr, wir promoten, wir geben es weiter, wir wollen möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, hier bei dieser gigantischen Möglichkeit noch dabei zu sein. Helft uns dabei, helft euren Leuten, die ihr kennt. Wer dann sagt, nee, will ich nicht, ja gut, wer nicht will, nicht, der hat schon. Aber informiert, gebt ihnen wenigstens die Chance. Denn diese Chance, wie wir sie jetzt haben, ob wir die überhaupt jemals im Leben nochmal bekommen, das bezweifle ich. Denn so ein Projekt in diesem großen Ausmaß gab es auf der Crowdfunding-Basis überhaupt noch nicht. Und wenn, dann muss man Konstrukte machen. Hier brauche ich nur Investor sein und wenn ich möchte, kann ich es weiterempfehlen. So, hier nochmal der Ökotechnopark im Bild. Links sieht man deutlich das Gebäude hier. Moment, mag er nicht dabei? Moment, der Ökotechnopark hier. Hier nochmal Weißrussland, das Grundstück genau in der Mitte. Da hat man auch den Nullpunkt, die Bahn schön drauf. Hier ist ein Bahnhofsgebäude, das fast fertig ist schon, Ökotechnopark. Auch das ist schon fast fertig. Es müssen nur noch diese Schienen, die jetzt schon im Bau sind, eingebaut werden. Und dieses Gebäude hier, das wird dann später das Präsentationsgebäude sein und später dann auch das Museum. Ich bin jetzt soweit am Ende angelangt mit der gesamten Präsentation. Jetzt komme ich noch zu ein paar News. Ihr werdet mir verzeihen, wenn ich mir da ein bisschen ein Hilfsmittel dazu nehme, weil im Moment ist wirklich viel passiert. So, das Erste, man sieht hier so schön im Bild, diese Flagge, die ist auf Elbrus, auf den Elbrus-Gipfel angebracht worden. Es gibt ein paar Enthusiasten, ein paar begeisterte Leute, die sind so begeistert, die haben sich zusammengetan. Und der Elbrus, das muss der höchste Berg sein, dort in diesem Gebiet. Da hat man die Flagge hochgebracht, um einfach zu zeigen, wir stehen hinter diesem Projekt. Und die sind also alle hier wirklich total begeistert. Wer in Facebook ist, der wird diese Bilder vielleicht schon gesehen haben. Was auch noch wirklich hochinteressant ist, ich habe es ja gesagt, die Messe steht vor der Tür. Hier sehen Sie, was passiert. Es wird hier produziert, die Schienen. Ich habe hier einiges an Bildern dabei, geschraubt. Hier haben wir einen Teil vom Unibike. Das Unibike ist ja ein kleines Modell. Sie sind hier, man sieht ganz deutlich, kurz vor der Fertigstellung. Hier auch noch ein Bild. Die arbeiten Tag und Nacht, nur dass alles fertig wird bis zur Messe. Wochenende gibt es für die schon lange nicht mehr. Hier viele Bilder zu diesem Thema. Also nichts mit gibt es nicht. Oder wie ich dachte am Anfang, wir reden hier vom nächsten Jahrtausend. Wir sind kurz davor. Und ich habe zum Schluss noch ein hochinteressantes Bild drinnen. Hier zum Beispiel ein Bild dieser Miniaturausführung. Die gibt es in verschiedenen Größen.
Auch diese werden natürlich auf der Messe sein, aber dort auch in diesem Gebäude dann fahren. Übrigens interessant, bei dem Öko-Technopark wird außen herum wird ein Zaun gebaut. Man hat nämlich schon mal Junitzki das Leben schwer gemacht. Er hat schon mal angefangen, hat alles zerstört, alles, was vorhanden war, weggebracht. Er war am Boden zerstört. Jetzt ist darum, wird darum ein Zaun gebaut und eine dieser Bahnen, so wie man sie hier sieht, wird dann auf diesem Zaun entlang fahren. Dieser Zaun ist so stabil, dass sie sogar mit dem Panzer dagegen fahren, damit man nicht wieder alles zerstören kann. Und so eine Bahn mit Kameras drinnen wird dann herumsausen und wird das Ganze nochmal real darstellen. Also unglaublich. Ich habe hier in Russisch leider nur ein Prospekt, das ich von der lieben Irina bekommen habe. Ich finde es so toll. Ich kann einfach nur schwärmen von dieser.